Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei den Crazy Dudes. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück bei den Crazy Dudes. Wie man im Titel lesen kann, spielen wir heute Katze gegen Hund. Ich bin ja persönlich ein Hundefan, ich mag keine Katzen, die Katzen, geh weg mit den Katzen. Und deswegen spielen wir jetzt mal das Katz gegen Hund Duell. Mein Name ist Nick Fried, ich bin heute mal wieder alleine hier und wir spielen jetzt Katz gegen Hund. Wie gesagt, ich bin alleine hier, das sagte ich bereits, also ein Player, klick, klick. So, I'm a beginner, I'm average, bring it on. Ich bin ein absoluter Beginner. Start, was muss ich jetzt machen? Ach so, ich muss das, okay. Ach, ich muss das, genau, ich muss das rüberwerfen. So, zack. Ich bin der Hund und ich muss die Katze abwerfen. Da unten kommt gleich die Zeit. Das ist die Poweranzeige. Das war zu weit. Erste Runde. Hier oben kann ich noch verschiedene Sachen auswählen. Und das hier ist die Damage. Das hier ist die Damage-Anzeige. Genau, erste Runde. Hier kann ich noch verschiedene extra Icons wählen. Okay, da war ich jetzt zu. Habe ich zu viel erklärt, als dass man dann auch hätte was machen können. Und die Katze trifft mich auch gleich. Ah, ein bisschen zu wenig. Bisschen zu viel. Und die Katze, ja, ich hasse doch Katzen, die kriegen ja nichts hin. Am besten sind immer hier diese kleinen Animationen. Die amüsiert sich immer, diese kleine Katze. Das ist doch lächerlich, diese Scheißviecher. Ja, wer sagt denn? Boom, Headshot. Wie viel Damage kostet das jetzt? Was gar? Ach so, das bisschen da. Was setzen wir jetzt an? Wir setzen jetzt mal den Double Attack an. Ah, er trifft nicht und er trifft zweimal nicht. Ist das ungeschickt, so. Aber sie trifft hier. Egal, wir setzen Power Throw ein. Ja, bitte, wer sagt's denn, liebe Freunde? Das hat es jetzt gebracht, das hat auch nicht viel gebracht hier. An Damage. Dann müssen wir sie vergiften. Was ist das? Stinkbombe. Juckt mich nicht, sagt sie und sitzt da. Zu weit. Manometer. Ich verstehe auch nicht, ich habe sie da getroffen und diesen Powerbomb und das bringt nichts, aber jetzt kriegt sie ihr Fett weg. Kann ich da denn was machen? Nee, das weiß ich nicht, was das ist. Manometer. Fast richtig. Gut, denkt sie sich auch. Oh Gott, was war das denn? Ach, das ist der Wind hier, glaube ich, ne? Wie doll der Wind weht, das kann das eigentlich. Ja, ich glaube, das ist. Also, der Wind weht jetzt ein bisschen meine Richtung, das heißt, ich muss ein bisschen länger machen. Ja, richtig, genau das ist das. Also, das ist die Windanzeige, wie stark und in welche Richtung der Wind weht. So, jetzt immer noch in meine Richtung. Das heißt, wir müssen ein bisschen stärker, das war jetzt noch zu schwach. Jetzt weht er in ihre Richtung, das heißt, sie muss ein bisschen stärker. Ist ja interessant, ist fuchsig. Ja, naja, ich habe das, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ach ja, aber ja, von mir weg. Deswegen bin ich hier noch nicht so vertraut. Verzeiht mir diese Ausrutscher. So, jetzt der Wind ganz stark, muss ich ganz schwach werfen, aber das war wahrscheinlich auch schon wieder zu doll. Jetzt ganz stark in meine Richtung, das heißt, ein bisschen zu stark oder so. So. Ja, das war jetzt wieder zu schwach, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, Mist. Hätten wir sie beinahe treffen müssen. Oder hätten wir sie beinahe getroffen. Wäre ja richtig so. Aber ich sag. Gegen den Baum, lol, das ist ja.
Wer holt die Kokosnuss? Wer holt die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Ich gucke immer nicht auf den Wind, Mensch. Nickfried, du Dummkopf. Na bitte. Geht doch. Du kriegst mich nicht, Edgy Badgy. Ah! Ja, ich habe schon wieder nie auf den Wind geguckt. Mensch, ich ohrfeige mich gleich mal selber hier. Sie trifft da jetzt auch, jetzt muss ich mal wieder punkten. Also der Wind ist immer noch gleich. Leicht zu meinem Vorteil, aber nicht. Oder so, sie muss jetzt alles geben. Und ich nur ganz leicht. Oh, immer kurz davor. Jetzt muss ich alles geben hier. Ja, getroffen. Ich würde sagen, es ist ungefähr gleich hier. Ja, okay, jetzt ist es nicht mehr gleich. Oh, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte treff mich nicht, bitte treff mich nicht. Bitte nicht. Ah. Nein, oh Gott. Bitte nicht. Oh, Mist. Verdammi Fadori. Ja, was will man dann noch sagen? Ich sag da nichts mehr zu. Ich würde mich freuen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst eine Bewertung und dann konstruktive Kritik. Pipapo, ihr kennt das ganze Spiel. Ich bin der Nickfried von den Crazy Dudes. Würde mich riesig über ein Abo oder was freuen. Und würde sagen, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ach was, macht's besser.